Hallo Fotofreunde, ist schon ein bisschen her. Herzlich willkommen zu Teil 7 vom Foto Friday. Ja, als allererstes möchte ich mich bei euch entschuldigen an all diejenigen unter euch, die ja zum einen Fotos eingereicht haben in der Hoffnung, dass ich mich für euer Bild entscheide, aber auch für all diejenigen, die einfach so Bock an dem Format haben und das gerne geschaut haben. Es ist mittlerweile, ich glaube im Mai diesen Jahres gab es die letzte Folge, das war ein Portrait Special. Ja, ich möchte mich einfach nochmal entschuldigen, das war ein wuseliges Jahr bei mir. Und so gerne ich die Photo Friday Formate auch mache, die kosten wirklich Zeit. Von dem Aufnehmen hier, weil ich ja zu jedem der ausgewählten Bilder meinen Senf abgeben möchte. Und zum anderen halt auch in der Post-Production, weil ich dann immer noch die Bildersteller, wenn sie dann vorhanden sind, raussuche, die Bauchbinden mache und so weiter und so fort. Die Bilder durchnummeriere. Das macht man für die meisten Videos nicht im Vorbeigehen. Aber jetzt, wo die Jahreszeit wieder dunkler wird, glaube ich, möchte ich euch versprechen oder verspreche ich euch, dass wir, ja, wenn ihr möchtet, in diesem Format uns wieder öfter sehen und es weitere Bilder gibt, die ich mir mal einfach anschaue. Auch hier wieder der Aufruf. Ich habe noch einige auf Halde und kleiner Appell. Wenn ihr ganz viele von euch einreicht, könnt ihr es gerne tun, aber ich gucke halt drauf, dass nicht von einem Fotografen / in mehr als ein Foto kommen. Also das muss schon sein, dass das so die Hammerdinger sind. Deswegen, es ehrt euch, wenn ihr viele Bilder einreicht, aber die Chance steigt eigentlich damit nicht, weil ich möchte halt, ja, ich gucke halt auch mal, wer der Bildersteller ist, dass wir so ein buntes Potpourri dahin kriegen. Also, hier nochmal der Aufruf, den Link packe ich hier wieder in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr Bock habt, dass ich meine ungehaltvollen Worte zu eurem Machwerk abgebe, bitte gerne schicken und, ja, ich will nicht sagen Daumen drücken. Also ich habe so 270 Fotos hier noch auf Halde. Also ich habe da so ein bisschen was, aber ich freue mich natürlich auch, wenn neue Dinge dazukommen. Und ja, ihr wisst, wie es ist, wie wähle ich Fotos auf. Ich gucke da drüber und bei manchen bleibt mein Blick einfach ein bisschen länger hängen. Da sage ich, cool, aber ich suche mir natürlich auch wieder welche raus, wo mir was einfällt dazu zu sagen, weil, ja, ob es ein Mehrwert ist, weiß ich nicht, das könnt ihr besser beurteilen, aber wenn ich nichts zu kamellen habe, dann wäre das ein kurzes Format, dann würde ich sagen, geiles Bild, nächste. So, genug geschwatzt, wir fangen mal an mit Bild 1, da habe ich mir ein Porträt rausgesucht, ja, Hochformat ist nicht meins, aber bietet sich natürlich an, um den menschlichen Körper abzubilden. Ich würde jetzt einfach mal bemutmaßen, dass es ein Studioporträt ist. Eine Dame mit viel Tätowierung, in, ich nenne es mal Negligé, abgebildet. Und das mag die Samira sein. Samira Snake Bites, da ist ein Wasserzeichen da drauf. Da weiß ich jetzt nicht, ob der Bildersteller das drauf gemacht hat oder das Model. Und das ist das Erste, was sicherlich schick aussieht. Meine persönliche Meinung ist, eure Bilder sollten sich durch eure Bildsprache auszeichnen und nicht durch ein Logo, wo ich hingucke und mich vom Bild ablenkt. Aber meine ganz persönliche Meinung. Wenn ihr mögt, packt natürlich bitte gerne 5 Milliarden Wasserzeichen auf euer Bild. Ich finde, das lenkt mich von dem eigentlichen Kunstwerk, dem Bild, ab. Und ich finde dieses Bild wirklich sehr künstlerisch, sehr ästhetisch. Das gefällt mir außerordentlich gut. Das Model scheint eine gute Körperspannung zu haben. Die steht im leichten Hohlkreuz. Der vordere Arm, ja, geht zum Kopf. Also da wurde dann jetzt auch wieder so das klassische Dreieck gebildet, ne? Wir haben rechts oben was im Bild und links unten kommt das Gesäß so ein bisschen raus, also so eine, wie so eine leichte Spiegelung durch die Zentralachse. Kann man immer beim Posing machen, gefällt mir sehr gut. Dadurch, dass die Haut sehr, sehr hell ist und, ja, ich würde mal für mein Dafürhalten hochfrontal mit Blitz oder Dauerlicht gearbeitet wurde,
hat man natürlich, und das war vielleicht auch Sinn vom Bildersteller, die Tätowierung so ein bisschen rauszuarbeiten. Deswegen ist wahrscheinlich auch der rechte Arm oben. Ich weiß nicht, ob das Model am linken Arm auch tätowiert ist, aber das sind jetzt alles Mutmaßungen. Also der Blick in die Kamera. Ich muss jetzt einmal ganz kurz schauen, wie ich es ja gerne mache. Ich bin auf dem Laptop unterwegs, das dauert jetzt irgendwie alles ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wo er die Daten jetzt herholt. Ich habe auch keine gute Internetverbindung hier, wo ich jetzt gerade sitze. Dauert sehr lang. Ich lasse ihn mal rödeln. Ach, da hat er es. Ja, also das korrespondiert auch zu den Augen, dass das Licht sehr, sehr, sehr hochfrontal gesetzt wurde. Sehe ich hier gerade am Schatten von dem Nasenpiercing. Schön wäre vielleicht noch gewesen, wenn es ein bisschen flacher gewesen wäre, noch ein Catchlight in die Augen zu machen. Also, dass man einfach die Lichtquelle klein sieht. Die Vignettierung mit diesem roten Hintergrund, die gefällt mir sehr gut. Das gibt dem Ganzen ja so ein richtig schönes Flair. Ich finde die Farbe, also weiß oder grau, wäre auch nicht so stilvoll wie... Also das passt farblich sehr, sehr gut. Es gibt dem Ganzen, ja, ich will nicht sagen so einen Vintage-Look, aber die Vignettierung im Hintergrund, die, ob die jetzt in der Post gemacht ist oder einfach der Lichtformer macht, oder ein Zusatzlicht, das vermag ich jetzt gar nicht so sagen, aber finde ich richtig gut. Drei Sachen hätte ich als kleine Idee. Das Posing der Hand auf der Stirn, ich kann es nicht genau greifen. Das passt, finde ich, nicht zu dem sonst recht stimmungsvollen Posing. Meine Meinung. Das sieht mir ein bisschen von der Hand zu ein bisschen angespannt aus. Ich hätte von dem Gesäß der Dame noch ein bisschen mehr drauf gelassen. Also ich hätte nicht so hoch angeschnitten, weil ich denke, der Hintern geht noch ein bisschen weiter. Ich hätte die Po-Backe, glaube ich, noch ein bisschen mehr genommen und am Übergang ins Bein geschnitten. Und das ist jetzt, was wahrscheinlich nicht umsetzbar ist, das ist jetzt wieder nur in meinem Kopf. Ich glaube, das sind ja Pythons, würde ich jetzt mal als Laien, nicht Ornithologe, sondern Zoologe sagen. Ich weiß, die Tiere kann man nicht kontrollieren und das ist möglicherweise auch schon genug Stress für die, wenn man die in so ein Set einbaut, aber das weiß ich alles nicht. Stellt euch mal vor, die Schlangen wären spiegelverkehrt. Sprich, die dunkle wäre weiter rechts, da wo augenscheinlich ein bisschen mehr Licht hinfällt, lichtquellentechnisch, weil sie schattet ja einen Teil der weißen Schlange mit ihrem rechten Arm ab, das Model. Und die dunkle Schlange ist auch ein Stück weit mit dem Körper ja, in dem dunklen Bereich des Negligés. Also spiegelverkehrt würde sich die weiße Schlange, glaube ich, wenn sie vor dem Schwarz wäre, ein bisschen mehr abheben, dürfte natürlich auch wieder nicht in den Hautbereich kommen. Ja, schwierig, zumal man die Tiere nicht kontrollieren kann. Aber das ist jetzt einfach nur, wie sagt man so schön, Schmuck am Nachthemd, was mir dazu einfällt. Also, toll gemodelt, liebe Samira, falls du das Model bist und nicht die Fotografin. Tolles Bild, klasse. So, weiter mit Bild 2. Ja, ein schwarz-weißes Bild und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das schon mal reviewed, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Wenn es jetzt doppelt ist, tut es mir total leid. Ich habe jetzt nicht alle meine alten Fotos, Reviews durchgeschaut. Dann schimpft mich zurecht. Ich weiß auch gar nicht, wie man dieses Bild klassifizieren soll. Was ist das? Ein Close-up, eine Detailaufnahme? Ja, hier haben wir ein sehr symbolisches Bild, schwarz-weiß gehalten. Hund und Mensch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Eine Hundefoto und eine Menschenhand, die sich, ja, die Hand schütteln, die Pfote geben. Und ich finde, das ist halt sehr, sehr ausdrucksstark, das Bild. Ich selbst bin auch totaler Hundefreund und Tierliebhaber. Und ja, könnte ich mir auch vorstellen, mir selber das Bild aufzuhängen. Einfach um die Verbundenheit zu den Vierbeinern zu demonstrieren. Die Freundschaft zwischen Hund und Mensch. Also es ist ja schon sehr, sehr, ich sag mal, aussagekräftig, dieses Bild. Vom rein fototechnischen bietet sich hier als Querformat, würde ich einfach mal sagen, an, weil das ja ein Längsmotiv ist. Rein technisch gesehen wurde hier sicherlich abgeblendet. Wir haben eine schöne Schärfenausdehnung von der Hand bis über die Pfote. Die Fellstrukturen sind richtig knackescharf. Das gefällt mir gut. Ich überlege jetzt gerade, ob dem Bild Farbe gut getan hat, das weiß ich nicht. Ein paar Überlegungen,
die ich da jetzt noch hätte. Also schade ist, weil es natürlich ein Close-Up ist, eine Detailaufnahme. Ich würde mal sagen, es ist eine Damenhand, dass der Daumennagel die Beschichtung da so ein bisschen abgeht. Also das ist halt ein Detail, wo ich hingucke. Ich möchte nicht sagen, dass meine Nägel besser aussehen. Und man sieht halt in der Seite vom Daumen, ja, ich weiß nicht, vom Arbeiten in der Küche, von sonstigen Arbeiten, wie so kleine Schnitte. Und da gucke ich halt im Detail hin. Klar kann man, ist nicht jeder ein Handmodel. Ich glaube, da hätte ich in der Retusche noch ein bisschen was gemacht, weil ich finde, das lenkt so ein bisschen von der ganzen Bildaussage ab, weil, wie gesagt, das, dieser Nagelbereich, ich glaube, vorne rechts ist auch so ein bisschen der Nagel eingerissen. Das finde ich, schmälert so ein bisschen den Gesamteindruck von dem Bild. Was ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte, statt dem hellen Hintergrund, einen dunklen Hintergrund zu nehmen. Ich glaube, dann würde sich die helle Haut und das helle Hundehaar noch ein bisschen mehr absetzen. Aber auch eine wirklich tolle Bildidee, bildsprachlich so ein Motiv mal zu wählen. Also ist mal wirklich was anderes. Ja, kommen wir zum Bild 3. So, was ich nachsteuern wollte und leider nicht kann, von wem das Bild der Samira Snakebites ist, kann ich leider nicht ergründen. Der Ersteller hat sich nicht verewigt. Das Hundefoto kann ich leider auch nicht verlinken, wer das gemacht hat. Aber bei dem Foto, wo wir jetzt angekommen sind, wurde erstellt von Markus Rassert. Den findet ihr auf Instagram unter dem Pseudonym Ramapix. Ja, er schreibt dazu, dass das Bild in Dortmund aufgenommen wurde. Schauen wir uns das Ganze nochmal in groß an. Und ja, das ist jetzt so eine Geschichte, wo ich Markus, ich habe da nicht viel. Vielleicht habe ich auch gar nichts. Ich mache das hier ja relativ spontan. Da ist mein Blick hängen geblieben. Ich sag mal, das hat viel von dem, was meiner Meinung nach ein Porträt braucht, nach meiner laienhaften Weltanschauung. Also, Hochformat, funktionierte einwandfrei. Hier ist übrigens auch ein Wasserzeichen hier unten drin. Jetzt blendet Pictrop wieder. Was muss man tun, damit das nicht gezeigt wird? So, rechts unten, sag mal, das lasse ich noch gelten. Ne? Das ist schön klein und dezent. Für alle Freunde der großen Lichtbilder, ich weiß, gleich kommt noch ein Bild mit einem etwas dominanteren Lichtzeichen, aber ich habe mit dem Ersteller auch schon mal persönlich gesprochen und ihm meine leidenschaftslose Weltanschauung da mitgeteilt. Also, zurück zum Bild. Sehr dunkel gehalten, mag ich. Ja, von der Bildgestaltung finde ich das richtig große Klasse. Also, ob der Fotograf geblitzt hat oder mit Available Light gearbeitet hat, das weiß er nur selber. Die Lichtrichtung, das Model guckt mehr oder weniger ins Licht, aus dieser Unterführung, aus diesem Gang hinaus. Wenn ich mir den Schatten im Hintergrund anschaue, boah, also würde mich mal interessieren, lieber Markus, ich würde mal sagen, du hast geblitzt oder hast dauerlich geblitzt wirst du haben. Für mich ist der Schatten hier in dem Bereich zu definiert, als dass es Tageslicht sein könnte, weil wenn es ein richtig knackiger Sonnentag wäre, dann müsste gefühlt der Eingang von dem Tunnel von was auch immer auch heller sein. Ich behaupte mal, du hast da einen Blitz schön hinter der Säule versteckt, aber du wirst es uns sagen. Ist auch relativ egal, weil ja, wir haben eine schöne Lichtstimmung, die von links kommt, das Model schön flächig ausleuchtet. Sie sitzt da auf der Stufe, das Posing gefällt mir total gut, das nehme ich hier ab, das sieht für mich nicht gestellt aus. Es ist ja eine junge Dame, die auf diesen Treppenstufen sitzt und, ich sag mal, ins Licht schaut. Auch die rechte Hand auf dem Knie, das passt, Entschuldigung, wie Arsch auf Eimer für mich. Ich finde den Kontrast von den Klamotten und den Schuhen sehr schön zu diesem tristen Grau. Ja. Gut, für die Graffitis kann keiner was, außer die Ersteller. Passt zu diesem Look. Boah, ich finde es natürlich
ja, wie soll ich sagen, nicht mehr zeitgemäß, sich auf als Graffiti-Person auf öffentlichen Flächen, wenn man das dann möchte, zu verewigen mit, ich sag mal, Fäkalsprache, die gegen Frauen gehen. Weiß ich nicht. Das ist, da lockt man, finde ich, keine, wie heißt das, keine Kuh mehr hinterm Schrank hervor. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so, das ist so 80er irgendwie, keine Ahnung. Also, wenn man was Freches machen will, das geht besser. Sorry. Aber gut, ich würde jetzt auch nicht anfangen. Ich überlege wirklich, ob ich es vielleicht versucht hätte wegzustempeln, weil ich finde es halt überhaupt nicht zeitgemäß. Das war nie zeitgemäß und das provoziert auch keinen mehr. Meine Meinung. Egal. Vorne schön tief fotografiert, da ist was im Anschnitt, das mag ich ja, ein Vordergrund, da ist auch so eine Struktur drin, die man nicht genau erahnen kann. Ey, super. Das Einzige, wo mein Blick zu viel drauf gezogen wird, ist die helle Fläche im Hintergrund, aber ja, die war da so, und wenn man das Model anblitzt, kriegen helle Flächen natürlich auch nochmal ordentlich Licht ab, ne? Da machst du nichts. Also, Markus, klasse Bild. Klasse Bild. So, das nächste Bild ist ein Bild vom Guido Neitzer, entstanden im Yellowstone. Er sagt selber, am Straßenrand, glücklicherweise ein leichtes Telezoom Tamron 70-300 drauf gehabt. Jeder von euch, der meinen Kanal schon mal verfolgt hat, weiß, dass ich mich auch temporär gerne für einen Wildlife-Fotografen halte, mit mehr oder weniger guten Erfolgen, hat der Sache aber keinen Abbruch tut, weil ich glaube, eine Kernaussage werde ich nicht müde zu betonen, kommt nicht immer auf das gemachte Bild an, sondern öfters auch mal auf das gute Gefühl dabei. So, und dieses Bild macht mir definitiv ein gutes Gefühl, weil rein fotosprachlich sehe ich da ganz viel, wie ich das auch machen würde. Das ist auf 16:9 beschnitten, wenn ich das mal so sagen darf. Nee, noch mehr. Oben und unten ist ein Bildrand. Wäre es formatfüllend, wäre es hier auf dem Rechner 16:9. Ich weiß nicht, ist das 16:10? Ich bin da in diesem Kinoformat nicht ganz bewandert. Gerne in die Kommentare. Auch Guido, kannst du mir mal sagen, weil du hast es ja so gemacht. Ja, wir haben eine Bison Family, eine kleine Herde. Bin ich jetzt auch nicht sattelfest genug. Aber ich weiß, dass der Wisent, den ich ja auch schon mal gerne versucht zu fotografieren, der europäische Bison ist. Im Yellowstone hat man natürlich möglicherweise es einfacher, wie wir gelesen haben, aus dem Auto raus. Ja, also, Querformat passt. Interessant, da empfehle ich einmal die Reise der Pinguine zu schauen. Bildsprachlich großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Eröffnungsszenen sind in Filmen immer von links nach rechts. So auch bei der Reise der Pinguine im Film. Klassische Closing-Szenen sind von rechts nach links, wo die Protagonisten diesen Weg beschreiten. Ganz, ganz interessant finde ich das. Hier gehen die von links nach rechts. Das ist ja ist eine klassische Filmmittel der Eröffnung, habe ich mal gelesen. Rein kompositorisch finde ich sehr schön, dass wir zweimal eine Drittelung haben, ne? Also ganz grob. Schaut mal, wo die im oberen Bereich die Baumgrenze zum Himmel ist. Das ist so ganz grob oberes Drittel, sehr weit oben, aber oberes Drittel. Und natürlich, ich sag mal, die Fläche Abgrenzung zum Gras, zu den Bäumen im unteren Drittel. Das Motiv, die Bisons, ne? Bisente, nee, das wäre ein Hybrid aus Bison und Wisent, hätte ich, glaube ich, auch mittig gesetzt und nicht gedrittelt, weil, dafür sind sie mir zu asymmetrisch zusammen. Ja, was natürlich von der Gegend noch, ich glaube, wenn es Yellowstone war, da gibt es ja die Geysire, ne, die heißen Quellen, da ist der Qualm wahrscheinlich hier. Wir haben durch die Wasserfläche im Vordergrund noch so eine leichte Spiegelung, was das ganz interessant macht. Ja, und auch noch vorne im Vordergrund durch die Grasgeschichte. Was hätte ich anders gemacht? Ich hätte, wenn gefahrlos möglich gewesen wäre, das wirst du, Guido, wissen, ich hätte das Auto verlassen und hätte mich auf den Boden gelegt, um halt vorne nochmal so eine leichte Unschärfe und Struktur reinzukriegen. Vom Anschnitt, vom B-Schnitt oder von der Bildkomposition hätte ich es genau so gemacht. Ja, was schade ist, aber
da machen wir nichts dran. Ich will nicht sagen, da sind auch ein bisschen Bison-Ärsche zu sehen, aber die gehen nicht ganz parallel zur Kamera, sondern leicht weg. Da wäre es halt super schön gewesen, wenn die ganz parallel gegangen wären. Die willfährigen Models, die. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur das, was schön gewesen wäre. Bearbeitungstechnisch hätte ich ein bisschen mehr, glaube ich, angepackt. Ich hätte zumindest den Vordergrund bis zu den Bisons dunkler gemacht, weil der ist mir zu hell. Um halt den Blick auch wieder so ein bisschen zu führen Richtung Bison. Und ich überlege wirklich die ganze Zeit, ob das Bild in Farbe auch funktionieren würde. Ich sag mal ja. Tolles Bild, Guido. Ich weiß, wo ich hin möchte und nicht hingekommen bin. Ich hatte nämlich den Park ein Stückchen weiter darunter, den Grand Teton. Zweimal wollte ich da schon hin, aber gehört hier nicht rein, sonst kriege ich schlechte Laune, wenn ich berichte, warum das nichts gewesen ist. Nichts geworden hat. So, Bild 5. Bild 5. Das wurde von Behrmann-Photography.de gefertigt, dieses Bild. Und an dem Bild bin ich wirklich hängen geblieben, aus folgendem Grund. Ich habe es nicht mit dem ersten Blick gerafft. Warum habe ich es nicht gerafft? Die Spiegelung der Brücke, die war, wenn man es in klein anguckt, so ein bisschen surreal, was mich hat verweilen lassen, um das Bild zu begreifen. So, und jetzt gucke ich mal gerade, ob, ja, da hat Behrmann Photography Glück gehabt. Ich dachte gerade, ich hätte einen Sensorfleck entdeckt, weil wenn einer weiß, wie Sensorflecken gehen, dann bin ich das. Aber das war Dreck auf meinem Display. Also, wir haben hier eine Straßensituation. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo, aber vielleicht kann ich noch mal ein bisschen eine Lupensituation herstellen, um mir ein paar Details zu holen. Und wie gesagt, wegen meiner schlechten Internetanbindung, ich weiß nicht, ob die Daten reingepuffert werden müssen, dauert das ein bisschen in der Zeit. Prost, ne? Und er rödelt und er rödelt. Ihr seht, Brotzeit ist auch noch angesagt. Heimes Restaurant, Café und Restaurant. Was haben wir hier? Vintage Woman. Und Einbahnstraße. Also, zumindest weiß ich jetzt, dass das möglicherweise, ich würde mal so ganz frech sagen, in Deutschland entstanden ist. Ich kenne die Stadt jetzt nicht. Sieht so nach so einem Altstadtbereich aus. Also gerne lieber Herr oder Frau Behrmann Photography mal melden, wo das passiert ist. Wir haben hier eine blaue Stunde Situation. Ja, es kann morgens und abends sein. Morgens, hätte ich gesagt, spricht dafür, dass die Außensitze alle zu sind. Abends, vielleicht ist es im Winter, dass es zu kalt ist, draußen zu sitzen. Die Faszination an diesem Bild ist für mich die Spiegelung im Wasser, weil die raffe ich nicht mit dem ersten Blick. Und das war ja auch ein ganz ruhiges Gewässer. Sicherlich wird da länger belichtet worden sein. Es wurde abgeblendet. Wir haben die klassischen Lampen, also die Blendensterne. Somit muss ich ja, um bei dem Licht überhaupt ein adäquat belichtetes Bild hinzubekommen, länger belichten. Von den Motiven ist aber rechts hier in dem Bereich, die Fenster fangen so leicht an auszubrennen, das hier jetzt auch. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich schon die beste Bildkomposition gewählt. Hier ist auch so eine leichte Führungslinie, das Ufer, ich sag mal, zu dem Hauptmotiv dieser Fassade. Wie gesagt, die Spiegelung ist für mich das, was das Bild auch nochmal richtig geil macht. Schön blauer Himmel, blaue Stunde. Was ich noch anders gemacht hätte, ich hätte das hier abgeschnitten. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Häuserfront, eine Laterne. Das stört mich. Da bleibe ich hängen. Jetzt weiß ich nicht, ob es an dem Upload liegt. Hier oben hat das Blau im Himmel schon die ersten Tonwertabrisse. Aber das mag auch möglicherweise der Bildkompression durchs Hochladen geschuldet sein. Ich weiß jetzt nicht, 2,7 MB. Ja, in dem Bereich kann schon mal kommen, dass Blaustufen abreißen. Ich denke mal, aber in dem echten Bild wird das nicht sein. Vielleicht nochmal eine kleine Idee, nicht nur für dich, sondern auch für andere Nachtfotografen. Ich habe es schon mal gesagt, vielleicht mache ich auch mal ein extra Video darüber. Ich tendiere aktuell wieder dazu, bei solchen Belichtungssituationen eine HDR-Serie zu fotografieren. Und nein, ich meine nicht dieses HDR, was
keine Ahnung, Anfang der 2000er aufgekommen ist, alle Filter nach rechts unglücklich sein, wo man echte Kunst gemacht hat, die aber möglicherweise auch weg konnte. Nee, ich meine eine HDR-Serie, weil ich habe, also ich kann es natürlich nicht empirisch belegen, möchte ich aber auch gar nicht, ich habe ganz, ganz, ganz subjektiv das Gefühl, dass trotz der, ich sag mal, Leistung der modernen Kameras bei RAW-Fotografie man aus den Tiefen noch mehr rauszaubern kann in der Post als bei einem RAW, wenn man eine Serie macht. Und da hätte man sicherlich auch möglicherweise die Chance, das ist ja immer das Problem bei Langzeitbelichtung, wenn wir Lichtquellen haben. Wir müssen eine gewisse Belichtungszeit gehen, um halt die anderen Strukturen im Bild noch rauszukriegen. Aber diese hellen Lichtquellen brennen aus. Und in einem RAW könnte man dem wirklich gegenarbeiten, weil in der RAW-Zusammenfügung dann das ja für die Lichtquellen korrekt belichtete Bildanteil da genommen werden würde. Also, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, weil ich da so ganz von ab war. Aber in der Dämmerung bei schwierigen Lichtgeschichten fange ich damit wieder an. Okay, dann geht's weiter zu Bild 6. So, und Bodo Putins, das sagt mir was. Bodo, du wurdest schon mal ausgewählt. Häufig kann man Krähen beobachten, wie sie einen Adler attackieren, habe ich auch schon gesehen. Doch wenn Angriffe kommen, fliegt der Adler höher, so hoch, dass keine Krähe ihm folgen kann. Je höher der Flug, desto schwerer kann die Krähe aufgrund des Sauerstoffmangels atmen. Möglich, sage ich jetzt mal. Ich bin kein Ornithologe. Hört sich für mich aber nach einer gewagten These an, sag ich jetzt einfach mal so. Also, wie anstrengend muss es denn sein, immer wenn so eine, Entschuldigung, scheiß Krähe da angeflogen kommt und dann musst du erstmal auf von wie vielen Metern reden wir? Von 500, von 1000, von 2000, von 3000? Also ich sag mal, das ist ja auch eine enorme Energieleistung. Und mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass da muss ja die Lunge von dem Adler anders konzipiert sein, sage ich jetzt mal. Oder der ganze Kreislauf, wie heißt denn das? Kreislauf von dem Tier. Also würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe da auch mal gegoogelt, habe erstmal so nichts darüber gefunden. Finde ich eine spannende Aussage, Bodo. Hast du da eine Quelle für mich? Ich würde mich da wirklich gerne mal einlesen. So, off topic zum Bild. Also, passiert wirklich möglicherweise öfter, dass Rabenvögel auch größere und stärkere angreifen. Und ich finde, diese Szene hat der Bodo hier ganz hervorragend eingefangen. Ich denke mal, er wird den Adler fokussiert haben. Der ist für mich nämlich noch schärfer als die Krähe. Ja, einfach ein toller Moment. Jeder von euch, der Wildlife macht, weiß, wie flüchtig so ein Wildlife-Moment ist. Da musst du nehmen, was du kriegen kannst. Und querformatig, die sind beide mittig, fliegen aber ins offene Bild rein, die beiden Vöglein. Eine schöne Schärfe. Vom Licht passte das auch. Das heißt, schwarze Tiere, schwarze Gegenstände sind ja per se schon sehr schwierig zu fotografieren. Da stand die Sonne, glaube ich, ganz gut. Das heißt, die schatten sich auch nicht selber ab. Also ein wirklich schöner Moment. Technisch schön sauber fotografiert, sag ich mal, scharf. Ja, die Krähe rauscht hier, aber ich weiß jetzt auch nicht, womit, Bodo, du da gearbeitet hast. Das Problem habe ich auch regelmäßig. Je nach Kamera, je nach Belichtungszeit, die man geben muss, um da noch Zeichnung reinzukriegen, muss man vielleicht auch mal ISO hochnehmen. Allerdings hier ist es vom blauen Himmel, deswegen denke ich, wird das nicht allzu extrem kurz belichtet, musstest du nicht allzu extrem mit den ISO-Werten hoch. Schön wäre natürlich noch gewesen, wenn wir jetzt eine dramatische Wolkenstruktur oder einen Sonnenuntergang gehabt hätten, aber ja, man kann den Himmel austauschen. Ne? Also eine schöne Wildlife-Szene, Bodo, finde ich richtig gut eingefangen. Ja, spannend einfach auch, was im Tierreich so passiert. Und dann am richtigen Moment den Auslöser mit den offensichtlich richtigen Einstellungen gedrückt. Bild 6 haben wir, machen wir weiter mit Bild 7. Bei Bild 7 weiß ich wieder leider nicht, wer das gemacht hat. Also hier nochmal, liebe Bildersteller, wenn ihr nochmal was einreicht, bitte sagt mir euren Namen, damit ich euch anreden kann und loben kann, wie geil eure Bilder sind. Und natürlich, wenn gewünscht, auch verlinken. Ja, die Elfi in Hamburg, ich sag mal von, muss man mir gerade kurz die Karte vorstellen, aus Richtung Süden fotografiert. Ja, Elfi ist natürlich architektonisch ein geiles Bild. Ich würde mal sagen, das ist
Sonnenauf- oder Untergang habe ich einwandfrei identifizieren können, aber lass mich kurz überlegen. Wenn es da rot ist, aus Süden fotografiert, habe ich gesagt. Ich spekuliere nicht. Ich habe jetzt keine Karte vor mir, also aus grob Richtung Süden. Hauptmotiv ist die Elfi. Ja, ich weiß gar nicht, links sieht man ein bisschen Speicherstadt, rechts, das wird Hafen City sein, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich finde das sehr, sehr stimmungsvoll vom Licht. Die Elfi sieht ja auch so wie so eine Krone, so schön in der Mitte. Ja, ich sag jetzt mal mittelkritisch, schön gesehen, aber ich hätte noch ein paar Optimierungsvorschläge. Ob rechts das Gebüsch jetzt zwingend als Vordergrund gedacht ist, dass ich noch eine Ebene reinbaue, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein, ob es per Zufall reingesneakt ist. Also wenn ich einen Vordergrund baue, würde ich mehr in Anspruch nehmen, dass man da einfach bewusst die Ebene schafft. So wäre es mir zu wenig, dann würde ich es eher ganz rausnehmen. Aufgrund der Wasserfläche kann ich mal stark annehmen, dass hier auch lange belichtet oder länger belichtet wurde. Wir haben keine so eindeutige Struktur in der Oberfläche. Vom Beschnitt hätte ich das Schiff auf der linken, da ist noch ein Restschiff drauf, das stört mich. Das hätte ich gewartet, bis es weg ist oder rausgemacht oder anders beschnitten. Ich glaube, ich fände es spannend, die Elfi ins linke Drittel zu setzen. Dass vielleicht das Hochhaus von Hafen, von der, ich glaube, das ist ein Stück Speicherstadt, wirklich das linke Bildrand säumt, so als Rahmen. Die Elfi im linken Drittel, und das Schöne ist ja, durch diese, ich sag mal, Kronenstruktur, die ja so nach unten geht, wird diese Struktur so leicht ins offene Bild reinlaufen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ich hätte den Horizont ins untere Drittel gepasst, weil, möglicherweise gibt ihr mir recht, in der Wasserfläche ist hinreichend wenig, was es zu zeigen gibt. Das ist eine glatt gebügelte Fläche, wo aufgrund der Tageszeit noch keine Lichtreflexionen drin sind. Also da weiß ich nicht, ob man die so viel Platz im Bild einnehmen lassen muss. Der Himmel dagegen ist nicht ganz blau, sondern irgendeine Wolkenart ist da. Und ich weiß nicht, wie sich der Himmel nach oben hin weiter fortgesetzt hätte. Ich hätte mehr Himmel reingenommen. Ich glaube auch, dass das Bild out of cam ist, würde ich jetzt mal so mutmaßen. Ich persönlich hätte da auch noch ein bisschen ein paar Regler dran gezogen. Ne? Stellt euch mal vor, den Himmel noch mal so ein bisschen Dunst entfernen. So mit Maßen. Aber die Orangetöne vom Sonnenuntergang und diese roten, angeleuchteten Wolken, die hätte ich da definitiv noch ein bisschen rausgekitzelt. Ja, das wäre meine Meinung zu diesem Bild. Lieber unbekannter Bildersteller. Kommen wir zu Bild 8. Der Fotograf, ich weiß nicht, mit Vornamen, mit Nachnamen, mit Spitznamen, Horne. Hier kommt die Maus. Hat er vollkommen recht. Ja, wieder mal ein Wildlife-Bild. Und ich sag mal, ein Tier, Schaf, im natürlichen Lebensraum, nicht im Zoo, nicht im Gehege abzulichten, ist ja schon herausfordernd genug, ob man ansitzen muss und so weiter und so fort. Was mir auch ganz, ganz selten gelingt und was ich hier eindeutig sehe, was für mich das Ganze wieder noch neben dem eigentlichen Bild aufwertet, ist, dass hier jetzt noch so eine künstlerische Komponente drin ist. Und das finde ich richtig, richtig geil. Schaut euch mal den Vordergrund an. Ich mutmaße mal wieder und werde sicherlich vielleicht auch nicht eines Besseren belehrt. Schaut mal im Vordergrund. Nach meinem Dafürhalten sind das Wassertropfen, die an Gräsern, an Laub dran sind und die durch Sonnenlichteinfall diese Lichtartefakte, nenne ich es jetzt mal, im Vordergrund machen. Also es ist nicht nur ein unscharfer Vordergrund, der unseren Betrachter zur Maus lenkt. Nein, es sind auch noch künstlerische Lichtbrechungen. Und das ist mal richtig geil, weil die Maus, die wird da nicht lange gesessen haben und die wird auch nicht gewartet, dass der oder die Horne das Foto gemacht hat. Die wird schnell wieder weg gewesen sein. Und guck mal, wie formatfüllend die Maus ist. Möglicherweise ist da ein bisschen reingekroppt, das ist aber auch nur legitim, aber trotzdem wird der Bildersteller nicht super weit weg gewesen sein, denke ich jetzt einfach mal, trotz Tele. Und dann nochmal eben so eine Vordergrundkomposition, geil, richtig geil. Ja, Maus rechts gedrittelt. Ich glaube, die Maus hätte es vielleicht auch vertragen, mittig zu sitzen, weil die relativ gerade zur Kamera guckt. Allein diese Knopfaugen, ist das geil. Aber vielleicht
ist der Bildschnitt auch so bewegt, dass der dunkle Hintergrund, von dem die Maus sich abhebt, auf der rechten Seite im Bild zu Ende gewesen wäre und grüne Wiese gekommen wäre, dass man sich für diese Drittelgeschichte entschieden hat. Das Einzige, was schade ist, was für mich dann wieder das Tüpfelchen auf dem i gewesen wäre, wenn die Maus mal die Schnute gehoben hätte, weil die ist, verschwindet leider ein bisschen im Vordergrund. Aber ansonsten toll. Also nicht nur ein knackscharfes Tierporträt von einem flüchtigen Tier, flüchtig in die Haut hier ab, plus nochmal dieser Vordergrund-Kunstkomponente, so sage ich das mal. Geiles Ding. Weiter machen wir mit Bild Nummer 9. Ja, auch da habe ich keinen Bildersteller. Es ist ein Fahrzeugfoto. Ich würde sagen, auch ein Porträt, meiner Meinung nach, werde ich auch nicht müde zu betonen. In meiner Weltanschauung kann man auch Fahrzeuge porträtieren. Das wurde ja ganz hervorragend gemacht. Das ist eine Triumph. Ich bin im Triumph-Segment trotz meiner Krat-Affinität nicht sattelfest. Kann aber auf einmal behaupten, das ist eine Trumpf Trident. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr neues Modell. Weil ich jetzt gerade, ja, der Tank ist wirklich so, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Cover oder was. Ja, auch diese Geschichte mit dem Kennzeichen hier hinten, seitlich gehalten und das kleine Heck. Hat nichts mit dem Foto zu tun, ne? Mag ich, wenn das Kennzeichen hier hinten komplett an der Seite wäre. Aber off topic. Es ist ja jetzt kein, wir beurteilen, wie Krede aussehen. Tiefe Fotoposition wurde gewählt, das finde ich schon mal ganz gut. Man sagt ja bei Fahrzeugen immer so, Scheinwerferhöhe ist so um, ja, wie bei Tieren Augenhöhe, ne? Bei Fahrzeugen Scheinwerferhöhe. Zwar ein unruhiger, aber trotzdem finde ich stimmungsvoller Hintergrund, weil das schwarze, mattschwarze Grat hebt sich ganz hervorragend von dem Geschilf, nenne ich jetzt mal im Hintergrund ab. Ich glaube auch, dass hier ein bisschen die Blende aufgemacht wurde, weil wir haben schon eine ganz leichte Freistellung schon zum Schilf. Der Hintergrund ist noch unschärfer. Ich gucke jetzt gerade in dem Bereich, das mag aber auch sein, dass da über dem Wasser ein bisschen, ich vermute, dass da Wasser ist, schon ein bisschen Nebel war. Oder ob hier möglicherweise ein bisschen zu stark maskiert und an der Klarheit gezogen wird. In dem Bereich sehe ich so einen kleinen Halo-Effekt, aber ja, vielleicht vergucke ich mich da auch. Ja, dadurch, dass nicht nur die graue Straße da ist, sondern die Grasnarbe, haben wir auch wieder noch, ja, eine interessante Grün, Grau und im Hintergrund, also im Hintergrund passiert auch was, Vordergrund, Hintergrund, Untergrund, wie man es immer nennen will. Ich hätte allerdings ein bisschen mehr Vordergrund noch dazu genommen, um einfach mal, ja, noch ein bisschen, also unten hört mir das Bild zu früh auf, da würde ich mir ein bisschen mehr Fleisch am Knochen wünschen. Und ich hätte Foto so gemacht oder so beschnitten, dass das gerade wirklich mittig ist. Also das steht jetzt minimal weiter links als rechts. Ich glaube, ich hätte auch die Gabel, das Vorderrad gerade gedreht und nicht leicht angeschrägt. Ja. Aber kann man drehen oder wenden, wie ich will, wenn ich eine Triumph hätte? Ich würde die auch an so einem Spot fotografieren. Es ist überhaupt eine kleine Off-Topic-Geschichte, finde ich super schwierig. Spots für Moped geht ja noch, aber gerade Autos, weil die noch größer sind. Also mein Wunschtraum wäre da was ganz Cleanes. Vielleicht hier nochmal ein kleiner Aufruf. Liebe Zuschauer von diesem Format, wenn ihr, ich sag mal, erstmal im Bereich NRW einen Spot habt, wo, tja, der ganz clean ist und wo ich ein Auto vorgestellt kriege und das so weit weg vom Hintergrund, dass ich noch freistellen kann. Ich bin da sehr daran interessiert, ob es eine Ziegelsteinmauer ist. Ich habe es ja schon mal gesagt, mir schwebt ja immer ein Flugzeughangar vor. So richtig schön clean, ach, wäre das toll. Aber ich habe halt auch wieder keinen Bock, Türklinken zu putzen. Ne? Vielleicht gibt es ja auch irgendwie wirklich frei zugängliche Geschichten, wo ich einfach mal eine große, cleane Fassade habe, wo ich ein Auto vorstellen kann, aber so weit weg, dass ich halt noch eine Freistellung hinkriege. Das heißt, ich müsste das Motiv, das Auto, das Moped ja noch vor der Rückwand weg und dann bräuchte ich ja noch mehr cleane Fläche. Boah, da bin ich mal gespannt. Also auch die ergiebige Google-Suche war unergiebig. So richtig habe ich nichts gefunden. Und Dinge, die man findet, das sind dann wieder Vitamin B oder man kommt nicht legal dahin. Also ich möchte jetzt schon, ich bin ja nicht so ein Regelbrecher. So, zurück zum Foto. Mögen wir. So, Foto 10. Ich hätte schwören können, das habe ich auch schon mal.
reviewed. Dann aber nochmal doppelt. Oder ich hab's mir halt. Mitzieher der Classic Days auf Schloss Dyk. Das ist nach meinem Dafürhalten in der Mönchengladbacher Ecke. Oder heißt es Dyk? Ich weiß es nicht. Verbessert mich gerne. Nikon 7100, vermutlich mit dem Kippobjektiv 18105. F13, 100stel, ISO 200. Da vielleicht nochmal einen kleinen Kommentar von mir am Rande. Falls du, lieber Guido, in Lightroom arbeitest, auch ihr anderen da draußen, ihr könnt euch in der Bibliothek alle Infos anzeigen lassen, unter anderem auch mit welchem Objektiv das Ganze gemacht wurde. Aber wahrscheinlich erzähle ich euch da nichts Neues. Ne? Ja, Fahrzeugfotografie in der Bewegung mit Zier. Mit Zier finde ich ja immer persönlich sehr fordernd, also zumindest was meine begrenzten Fähigkeiten angeht. Für die, die das noch nicht probiert haben, solltet ihr mal. Man sagt ja mal so grob als Anhalt, der Kehrwert der Geschwindigkeit des Objekts ist ungefähr die Verschlusszeit, die man einstellen sollte. Aber naja, probiert euch mal. Guido, wie viel Ausschuss hattest du bei diesen Serien? Würde mich mal interessieren, weil mein Ausschuss bei Mizieren ist 1 zu 10, sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht auch noch höher. Und am meisten Mitzieh kriegt man natürlich, so wie der Guido es hier gemacht hat, wenn von der Fotoachse, also wenn ich so arbeite, weil hier ist die Geschwindigkeit des Mitschwenkens am größten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn es quasi wirklich frontal vor mir ist. Ja, das ist auch wieder so ein meiner Meinung nach fast 100-Punkte-Ding. Da gibt es echt nicht viel, weil Mizia ist echt die hohe Kunst und das Bild sieht von mich von vorne bis hinten richtig knacke scharf aus. Man sieht den Hintergrund, diese hellen Licht. Ich weiß nicht, ob es Menschen sind, aber geil. Ist richtig geil. Ich glaube, das Bild braucht auch schwarz-weiß. Wir haben sogar noch ein bisschen Straße drin. Ja, das ist, ich habe da nichts. Das ist, es hebt sich, ich weiß nicht, ob es oben bewusst dunkel gemacht wird oder ob das die Baumreihe ist, der Oberbereich des Bildes, aber auch genauso lenkt das unseren Blick auf das Motiv, so wie es sein soll. Vom Beschnitt hätte ich so geschnitten, dass es ganz im Bild mittig ist, also zentral. Hier ist es ein bisschen im rechten Drittel, dafür ist mir das Bild an sich aber zu klein, dass ich hier dritteln würde. Straße ist auf dem unteren Drittel, gefällt mir gut. Ich hätte es halt zentral gemacht, aber das ist auch das Allereinzige, lieber Guido, was mir noch so dazu einfällt. Oh, wir nähern uns dem Ende und ich guck mal, ach, erst 48 Minuten, das ist ja nix. Auch hier habe ich leider keinen Bildersteller. Es ist eine Landschaftsfotografie, ein stimmungsvolles Landschaftsbild an einem Gewässer. Auch hier frage ich mich jetzt erstmal wieder, wo ist das entstanden? Haben wir da irgendwelche Indizien im Bild? Ich bin ja auch ein bisschen Detektiv, müsst ihr wissen. Der Detektiv, der jetzt wieder keine Internetverbindung hat, weil das wieder rödelt, wenn ich das richtig sehe. Ja, in der Vergrößerungsstufe finde ich erstmal keine sachdienlichen Hinweise, wo, aber letztendlich ist es auch Latte. Also auch hier lebt das Bild wieder querformatig. Ich mache es mal groß, mein Fehler. Ist immer mein Fehler, ne? Weil es ja mein Video. Wieder von der Reflexion im Wasser. Es ist ein trister Wintertag, kann ich sagen, weil es liegt Schnee und wir haben dieses typische Winterzwielicht da, was aber auch stimmungsvoll sein kann. Die Lichter gehen in den Häusern schon an. Ich habe das Gefühl, das war abends. Am Himmel braucht man nichts mehr machen, weil der war grau, wie er ist. Ja, es ist stimmungsvoll. Punkt. Was könnte man anders machen? Ich hätte weniger weitwinklig fotografiert, weil die Bildränder, die kröpfen sich ein bisschen, oder? Vielleicht ist es auch ein Panorama, das wirst du wissen. Das mag ich nicht so. Also, was ich meine, ihr wisst, hier biegt sich das schon nach außen, oben und hier auch. Das finde ich immer, macht so einen Eindruck kaputt, weil so sehe ich das in echt nicht. Ja, vielleicht ein bisschen weniger weitwinklig und dafür. Also ich finde so 24 mm kriegt zwar nicht alle Motive drauf, ich habe ja auch unlängst geflucht bei meinem Just for the Weekend Trip mit dem Mike, kann ich hier mal verlinken oder da, dass ich in der engen Stadt nicht genug Weitwinkel hatte, das ist sicherlich richtig, aber hier ist es nicht so richtig eng. Also ich glaube, da hätte ich so auf 24 wäre ich rangegangen und hätte vielleicht nicht ganz so viel abgebildet, aber vielleicht. Lieber Bildersteller, liebe Bilderstellerin, bin ich auch total bekloppt. Sprich auch nichts dagegen, dass dieser Fluss, diese Gracht, was das auch ist, einen leichten Halbkreis beschreitet.
Ich glaube aber, das ist dem Objektiv geschuldet. Klär mich mal bitte auf. Ich hätte noch eine Stunde gewartet, wenn es gepasst hätte mit dem Termin. Weil dann wäre es noch dunkler gewesen und wir hätten noch die Lichter ein bisschen mehr gehabt. Weil die kommen leider, leider noch nicht so richtig zur Geltung. Weil ich stelle mir das richtig cool vor. Die Häuser haben ja alle so einen Gelbton, so Erdtöne, so pastelltönig und dann diese gelben Lichtquellen. Und dann wäre aufgerissen und wird noch blaue Stunden gehabt. Das wäre nochmal on top gewesen. Also das wäre ja geil gewesen, ne? So viel der Wunsch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hätte noch ein bisschen gewartet und ich hätte nicht so weitwinklig gearbeitet. Ansonsten ganz, ganz stimmungsvolles Bild. Und wo war das? Das würde mich auch nochmal interessieren. So, und da haben wir es geschafft. Ich habe gesagt, unter einer Stunde will ich bleiben. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so viel gelabert habe. Aber es ist, wie es ist, ne? Erstmal gucken, ob ich einen Bildersteller hier habe. Der Mario, endlich mal wieder. Hallo Mario, Parkhaus am Osnabrücker Hauptbahnhof. Nikon D5600, 18 bis 70 Kit Objektiv. So, und da soll man mal sagen, man braucht immer andere Objektive, um geile Fotos zu machen. Also das sind immer so Bilder, wo ich mich frage, und Mario, sei ehrlich, wir sind unter uns, das musst du mir einfach mal jetzt beantworten. Legt sich der Mario oder der andere Künstler auf den Boden in diesem Parkhaus stundenlang, holt sich möglicherweise eine Blasenentzündung oder einen Hexenschuss, weil es kalt ist oder was man sich da noch einfangen kann, und passt den Moment ab, wie eine ordinäre Taube durch diese Lichtöffnung fliegt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Wenn dem so ist, meinen Hut, den ziehe ich, weil wie groß ist das Zeitfenster, Mario, da zu reagieren? Weil es wird sich, du hast ja keinen Taubenspotter dabei, der sagt, Mario, ich zähle runter, 3, 2, 1 und da kommt die Taube. Und selbst dann, das Ding, das Moped, das Taubenmoped da anzufokussieren, dass es scharf ist, und das sieht für mich ja jetzt einfach mal scharf aus. Aber wir müssen natürlich hier sauber in der Berichterstattung bleiben, deswegen prüfe ich das nochmal eben. Ja, komm, für ein Kit-Objektiv lass ich das mal scharf durchgehen. Und ich weiß ja, wie schwierig es war. Aber Mario, selbst wenn du da nicht Stunde um Stunde gelegen hast und da, ich sag mal, nachgeholfen hast, wie auch immer, finde ich das legitim, weil das Bild ist eins und bleibt eins. Das ist geil. Die Öffnung schön mittig, diese Führungslinien, dieser Parkhauspömpel, der Himmel, ja, und dann natürlich das Tüpfelchen auf dem i, die Cybertaube, die dann genau an dieser Stelle war. Ja, was könnte man anders machen? Ich glaube, ich würde den Himmel noch ein bisschen dramatischer rausarbeiten, wenn es ein Taubenplacement war. Ich glaube aber mittlerweile ist es keins. Die leichte Unschärfe an der Taube. Du hast ja wirklich 3,5 Stunden gelegen, wetten. Wäre es aber eine gefakte Taube gewesen, hätte ich die, glaube ich, genau mittig platziert, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch, wie sagt man so schön, obsolet, weil ich finde das Bild geil. Ich gucke jetzt einfach drauf und gucke es mir nochmal an, obwohl ich es schon angeguckt habe. Also ganz, ganz toll. Auch der Lichtabfall in dem Parkhaus durch das Hauptlicht von oben nach unten ergibt ja auch diesen Gittern nochmal eine Struktur. Da bleibt man drauf hängen. Also ich auf jeden Fall. So, Freunde. Das war's. Der neue Teil vom Photo Friday ist vorbei. Ist lang genug, obwohl für mich war es sehr kurzweilig. Nochmal, es ist in der Reihenfolge der besprochenen Bilder, es gibt keine Wertung dabei. Es sind die mir hängen geblieben sind. Wenn ihr Bock habt, auch dabei zu sein, möchte ich euch nochmal motivieren. Ladet noch ein bisschen was hoch. Es werden jetzt wieder regelmäßiger Photo Fridays kommen. Ich überlege, ob ich da jetzt nochmal Themenvorgaben mache, aber mir fällt jetzt auch nichts spontan ein. Vielleicht ist es auch einfach schön, sich die Bandbreite offen zu halten. Dann kann ich immer schön rauspicken, worauf ich Böcke habe. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Gerne in die Kommentare, was eure Favoriten sind. Gerne an die Bildersteller die Fragen beantworten, die ich mir selbst nicht erklären konnte. Und was bleibt noch zu sagen? Ich sag mal, bis zum nächsten Teil. Ne? Macht's gut und tschüss.